Das ist doch hier wie auf Wish bestellt. Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig bei den Videos lesen. Ich bin quasi Dr. Moreau auf Wish bestellt und irgendwelche Autos, die wir testen, sind, das ist ja wie ein Porsche, nur bei Wish bestellt. Und wir dachten uns, was ist eigentlich dran an diesem, was ist bei Wish bestellt? Also haben wir Sachen bei Wish bestellt oder AliExpress oder wo auch immer. Und das war der Gedanke, wir testen mal diesen ganzen China-Schrott, den es da so gibt und haben richtig Kohle rausgepfeffert und uns die besten Artikel rausgesucht, um für euch rauszufinden, lohnt es sich für den Automotive-Guy in uns beim Chinesen einzukaufen. Und seht so eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir gekauft haben. Echt jetzt? Kommt der Artikel doof. Kostet mich 1 Cent. Gold. Bitte machen Gold. Gold finde ich gar nicht so schlecht. Gold! Oh Gott. Und das wird so illegal sein, das dürfen wir einmal nur auf sicherer, das testen wir einmal auf sicherer Fläche. Das kostet uns 3 Dollar und somit, das will ich sehen. Ja. Wir wollen Night Vision, einfach weil es geil klingt. Du wolltest doch immer schon mal ein Auto mit Night Vision haben? Night Vision. Ich weiß jetzt wieder, das ist hart illegal. Abgesperrtes Gelände, Gippi. Abgesperrtes Gelände zusammen mit dem Laser Fog Light. Ja. Also wir werden sowas nicht im Straßenverkehr benutzen, aber es ist lustig. Geil. Oh, Unterbodenbeleuchtung. Oh, das ist für mich gerade wie so gefangen im Spielzeuggeschäft. Oh. Ohne Funktion dann halt bei dir. Einfach so Schaltwippen dran kleben. Ich hab doch nicht mal... Deswegen ja. Ohne Funktion. Ja, mit D. Die gab's gar nicht anders als D. Von 67D. Holy moly! Jetzt fragt ihr euch, die sehen aber ganz schön jung aus. Richtig, das, was ihr gerade gesehen habt, ist Material vom 28.08.2021. Das ist also ein Jahr her. Wir haben vor einem Jahr Artikel bestellt. Oh, ich muss es nicht mal machen, aber einfach nur, weil ich es cool finde. Schaut ihn euch an, unseren X8. Er gehört Mazda, nicht uns, aber das ist sehr cool. So, und wir können also hier mal durchziehen. Ich erwarte jetzt 13 Päckchen. Eins. Das gehört schon vorher zu uns. 2, 3, 4, 5. Wir haben 13 Sachen bestellt und haben 5 bekommen. Das ist auch der Grund, warum wir so lange gewartet haben. Ja, also wir haben den ein Jahr für Wartezeit gegeben. Ich glaube, spätestens jetzt, wenn 8 Artikel nicht kommen oder weniger als die Hälfte, sind wir in der Kategorie Scam angekommen, glaube ich. Da kann man das so sagen? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, das zählt offiziell zu. Und ich würde sagen... Ich muss hier ganz kurz reingrätschen übrigens. Ja. Das Jugendwort des Jahres wurde heute gekürt. Und unter anderem Wild. Wild, das ist wild. Das ist richtig wild von denen. Okay, also wir haben hier am 6.9. bekommen. Also 1,5, 2 Wochen, nachdem wir es bestellt haben. Was also für China echt schnell ist. Also gar nicht mal so spät. Und ja, wir packen es aus auf der Motorhaube von unserem RX-8, der nicht mal uns gehört. Oh. Das wird nicht nochmal vorkommen. Wow, es ist so rosch und es will leuchten. Das hat ein Zigarettenanschluss für den Anschluss. Also wir haben schon mal Innenraumbeleuchtung für deinen A6. Und ihr werdet euch jetzt natürlich fragen, ja, aber ich will es doch in Aktion sehen. Wir packen nur kurz aus, damit ihr wisst, was überhaupt angekommen ist. Und dann probieren wir es im Auto aus. Fühl's mal. Es fühlt sich genauso an, wie es aussieht. Und dann am 11.09., also eine Woche später, ist das hier gekommen. Oh, das ist auf jeden Fall schon interessant. Was ist das? Eine junge Frau im Anime-Stil. Kamera will es noch nicht. Warte. So, was für ein Autoartikel ist das? Tim, weißt du es? Nein, Duftspray. Das ist unser Reinigungsschleim. Ich glaube, ich werde Krebs davon kriegen. Ich glaube, das steht da sogar. Also ungefähr hier steht. Ja, das hier, da steht, dass du Krebs davon bekommst, wenn du es isst. 14.09. Also jetzt sind wir so bei 3 Wochen, nachdem wir es bestellt haben, was auch noch okay ist. Besser als gar nicht angekommen. Oh, diese Verpackungen, die fühlen sich auch. Also ich glaube, ich kriege auch Handkrebs während des Videos. Oh, das sind unsere Neon-Ventilkappen. Die natürlich nicht im Straßenverkehr zulässig sind. Ja, und es ist auch gut, dass wir 2 verschiedene Farben haben. Und sind die dann, stehen die wirklich so weit raus oder muss man das reinschrauben? Nee, ich glaube, die stehen so weit raus. Freust du dich schon bei Nacht mit deinem A6, das ist auf einer geschlossenen Straße wie hier auszuprobieren? Ja, das wäre schon wild. Genau, alle, die in Heilbronn sich auskennen, wissen, beim M-Park geht dann die Tuning-Party. Party und Tims A6 wird stillgelegt wegen Ventilkappen, ich sehe es kommen. Okay, hier haben wir am 16.09. noch ein Paket bekommen und das sind mehrere Pakete in einem. Ah, okay, dann sind ja doch mehr Sachen angekommen.
Reparation Pour. Ah, das ist die Lederreparatur. Also sowas habe ich tatsächlich schon getestet. Das ist nicht schlecht. Ja, aber haben wir ein Auto mit schwarzem Leder mit kaputten Stellen? Ich hätte einen Motorradsitz. Sehr gut. Wir machen einfach die schwarze Lederreparatur bei deinem A6 drauf. Repair Scratches, Nano Repairs, dann ist das wahrscheinlich für den Lack. Product Features, this Nano Coating Agent can quickly form a coating layer, increase the gloss and smoothness of the car paint surface. Also wir haben dann doch immerhin 6 von 13 Produkten bekommen. Der Rest hängt noch beim Zoll. Wenn es so weitergeht, haben wir die Hälfte geschafft. So, aber das ist auch das letzte Paket jetzt und dann geht es gleich ans Auto. Oh, 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 ich will nichts gesagt haben. Die, oh, 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 oh. 11. Oh, oh, vielleicht waren wir mit unserem Scammer ein bisschen voreilig. Bis jetzt haben wir also 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Dann ist das Produkt Nummer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ist das alles da? Okay. Okay, also wir haben uns eigentlich voll lächerlich gemacht mit der Aussage am Anfang, dass du abgezogen wirst. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich wild. Haben wir das bestellt? Was macht das? Also hier hinten steht Q8 drauf. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie eine Radioantenne. Also hier haben wir diesen tollen Stift, den wir bestellt haben. Brake Fluid Tester. Genau, hier gibt es Brake Fluid und Batterien kann man damit testen. Aber Batterie wird wohl kaum passieren. Ist das nicht unser Nachtlicht-Rückfahrding? Oh, ist das unser Laser? Laser. Es kann sein, das ist unser Laser gegen Nebel. Ah, ich merke schon, das ist unsere Night Vision Brille. Ich habe noch nie eine Brille auf diese Art und Weise ausgepackt. Siehst doch einfach nur aus, oder? Ja, vor allem das Glas ist nicht drin. Also ich hab don't call it Glas, aber... Wie lächerlich bin ich auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen 9. Ah, okay, gut, dann mache ich weiter so. Reinigungspinsel. Oh, feel the holy cheapness. Ich will den Ton noch drauf haben. Klingt wie mit dem Gürtel geschlagen. Riecht doch genauso. Okay, ich dachte, mein Spruch ist zu viel, aber Tim macht weiter. Oh, hier für die Spiegelgläser. Freust du dich schon darauf, das an deinem Auto zu haben? Nein, ich habe sowas automatisch. Nee, das ist ja nicht gegen das Abblenden. Das ist, dass kein Wasser drauf ist. Dass das alles abfließt. Anti-Beschlag. Was ist Gold? Ich sehe den Gold nicht doch nur durch Brille. Was ist das? Das ist, sind goldene Interieurleisten für dich. Ich bin der beste Arbeitgeber aller Zeiten. Das sind die Innenraum-LEDs. Das ist tatsächlich toll. Wir bauen das jetzt im Tims A6. Wir fangen an mit unseren Tests und das mit verschiedensten Fahrzeugen. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal einen E36 Kompakt mit einer recht interessanten Innenausstattung. Wir haben zum Beispiel auch hier unten das Ablagefach in Holz. Wer hätte denn damit gerechnet? Und da vorne kommt dieses kleine Geschenk hier zum Einsatz. Ist also wirklich so geschenkmäßig eingepackt. Und dann haben wir hier unsere Reinigungsbürste. Hier auf der einen Seite so Borsti-Borstis und auf der anderen Seite, ja. Tim, komm mal wieder kurz mit deinem Arm her. Okay, damit sollte man kein Objektiv putzen. Genau, also es ist relativ grob, aber jetzt der Gedanke ist ja zum Beispiel hier zu sagen. Okay. Also für solche Lüftungsöffnungen ist es ein bisschen zu dick. Wer jetzt erwartet hat, das passt da rein, der wird enttäuscht. War es nicht damit auch beworben? Es passt gerade so, aber... Weiter. Ich zeige euch die Lederreparatur. Ich habe das Ganze tatsächlich schon gemacht. Relativ simpel und einfach. Spachtel, Lederreparatur. Und dann? Und dann taucht er da unten ab und ich habe keine Chance, hinterher zu kommen. Okay, also okay. Ich habe den Sitz jetzt drauf. Ja, also ich mache auch jetzt schon. Das ist voll die Mogelpackung. Damit scharf wird? Ja, kannst du. So. Also, diese Schweinerei ist ekelhaft. Aber... Du machst jetzt eigentlich nur das hier. Also du hast Leder dahin und dann wischst du das da drüber und dann wird es hart. Und das finden wir gut. Das finden wir gut und wer jetzt dem Ganzen nicht glaubt,
Verstehe ich, wirklich. Ich blende aber jetzt ein Bild ein von meinem Motorrad. Warte, geh nicht so schnell zurück, bitte. Hallo. So, jetzt. Ich blende aber jetzt ein Bild ein von meinem Motorradsitz. Seit 10.000 Kilometern hebt die Sache und zwar trotz starker Nutzung. Glaubst du, das funktioniert, was du da gerade gemacht hast? Wie fühlt sich das so an? Ah, ich glaube, ich müsste noch mehr von diesem Zeug drauf. Aber es ist gut. Hier sieht man auch, wie viel ich schon rein habe. Aber ja, also grundsätzlich, warum nicht? Approved! Wundert euch nicht, wenn Dinge im Hintergrund passieren. Zu denen kommen wir gleich. Als nächstes testen wir auf jeden Fall. Oh. Tim, freust du dich schon drauf, dass wir das... Naja, wir müssen ja dazu sagen, wir haben es gar nicht schon getestet. Ja, wie lief der Test? Naja, ist ja nicht mein Auto. Hm? So, das heißt, die Form hat natürlich mit deinem Spiegel nichts zu tun. Dann müssen wir hier maximal nach unten versuchen. So könnte es halbwegs, oder? Und dann versuche ich mich diesmal von unten nach oben zu arbeiten. Das heißt, Montage ist erstmal simpel, ist wie jede Handyschutzfolie und Co. So. Wie viel kostet das? Das blenden wir jetzt ein, aber es sind wenige Cent. Versand kostet das Ganze wahrscheinlich. Als Nerven. So, dann zieht man das hier einmal ab. Siehst du das jetzt? Mit bloßem Auge aus ein bisschen Entfernung? Nee, tatsächlich. Ich glaube, die Menschen sehen jetzt den Rand so ein bisschen. So, und dann gucken wir mal. Das ist für den da. Gefühlt ist es überall gleich. Ich wollte gerade eben schon sagen, nein, das ist sogar schlimmer in der Mitte. Bastard! Es könnte sein, dass wir jetzt das erste Produkt haben, das richtig Sinn macht. Brake Fluid Test. Und ihr seht, der ist schon ein bisschen feucht. Das heißt, wir haben es mal bei Tim ausprobiert. Mensch, das ist ja direkt wieder zugeschraubt. Tim hat vom Seat einen Wechsel bekommen. Und wenn ich hier rein und drücke... Ja, vor nicht mal 1000 Kilometern. Vor nicht mal 1000 Kilometern. Leuchtet einfach grün. Okay, macht Sinn. Und dann haben wir hier praktischerweise hier unseren E36 stehen, der seine Serviceleistung erst vor sich hat. Übrigens ziemlich geil. E36 mit guter Ausstattung und 6-Zylinder. Aber das nur mal am Rande. Und ich habe hier schon aufgeschraubt und... Warnung, Gefahr, es pendelt sich zwischen den letzten zwei Stufen ein. Das heißt, das Ding erscheint wirklich, mir sagen zu können, ob meine Bremsflüssigkeit getauscht wurde. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Weil das waren jetzt halbwegs sinnvolle Sachen. Und bei Tim auf dem Dach liegt jetzt der richtig, richtig, richtig verrückte Scheiß. Ich sag nur Nebellaser. Und Tim, wenn du mal nach draußen guckst, es ist dunkel. Das heißt, im zweiten Teil sehen wir uns wieder mit richtig krassen Produkten. Und wahrscheinlich vor lauter Enttäuschung sollten wir uns auch mal ein sinnvolles Produkt anschauen.